Herzlich willkommen zurück zu Silent Hill Homecoming. Mit dabei ist wieder Mr. Kiwi P. Ja, und jetzt auch Kevin genannt. Und jetzt sind wir hier. Wir gehen gleich in den Beichtstuhl. Ich will aber erstmal hier hinten gucken. Hier gibt es nämlich noch eine Kerze, die wir noch brauchen. Genau. Und ein Heiltrank, den wir auch sicherlich irgendwann brauchen. So, jetzt gehen wir mal schnell da den Vater untersuchen. Weiter reden. Forgive me, Father, for I have sinned. It has been 4 years since my last. Also er will eigentlich, dass ihm vergeben wird, aber wir werden ihn nicht vergeben. I don't blame you for ignoring me, Father. I'm not even sure you can help me. I'm lost. Ach, denkt der, dass er dahinter sitzt hinter der Wand, dass du der Vater bist, oder was? Der Pfarrer. Also so der Beichter. Hm. Der Pfarrer, ja. Was hast du getan? Warum sollte Gott das kümmern? Hm. Alles kalt. Warum? Nein, du bist elendig. Ne? Er wird es nicht, mein Junge. Was erzählst du mir? Meinst du, dass meine Gebete... Naja, und? Deine bösen Taten überwiegen deine Gebete. Stand da jetzt nicht, habe ich jetzt aber nur so gesagt. Ja, ich dachte gerade schon, hä? Weiß jetzt nicht, was da stand. Ich habe jetzt nicht mit dir gelesen. Hi, Mama! So. Das hätten wir dann auch geschafft. Und jetzt, ach ja, mussten wir sogar, weil hier liegt ein weiteres Teil. Ah, wo du vorhin aufgemacht hast mit deinem Dolch, ne? Genau, obwohl ich das Teil jetzt gar nicht erinnere. Hm. Naja, ist egal. Ich bin mal kurz weg, okay? Ich bin in 2-3 Minuten zurück. Ja, muss Kaffee machen, ne? Ja. Ich weiß, okay, ja. Ja gut, dann machen wir hier kurz alleine weiter, ist ja auch nicht so schlimm. Ach, lag hier jetzt noch was? Ja, nur ein verwester Körper. Okay, dann können wir hier auch raus. Und ich glaube, nein, nicht das. Wir nehmen nochmal die Pistole. Ich glaube, jetzt kommt nochmal so ein Hai. Also so ein, genau, zwei sogar. Der steht natürlich nochmal auf. Jetzt nicht mehr. Ja, Jungs. Jetzt habe ich zwar ein paar Schüsse daneben geballert, aber naja, es ist nicht so schlimm. So, und jetzt gehen wir hier drüben hin. Und gucken uns hier mal um. Ja, und hier müssen wir die Kerze einsetzen, die wir gekriegt haben. Genau. Da kriegen wir jetzt schon das nächste Teil. Genau. So, ich weiß jetzt nicht, ob hier noch was war. Ah, hier war noch Muni. Okay. Wieso stand jetzt hier neben nochmal da? Nee, ich kann die nicht mehr nehmen. Ist hier hinten noch was? Hier ist nichts mehr. Dann gehen wir mal hier hoch. Was uns hier erwartet. Ja, Ellie. So, was haben wir denn hier? Ah ja. Hier haben wir erstmal einen Heiltrank. Hier kam, glaube ich, auch gleich so ein Hai. Und hier sind drei Bilder. Da brauchen wir das Messer. Ich allerdings glaube, wenn man... Oh, ich höre hier schon wieder Geräusche. Ja, ihr sicherlich auch.
Aber hier lag doch noch, ja genau. Hier lag noch mal Schrot. Die brauchen wir dann auch. Ich glaube, wenn man das hier gleich aufschneidet. Nee, da war nichts drin. Genau. Es ist in der Mitte. Hallo. So. Ich dachte, jetzt kommen gleich Feinde. Schlitzen wir mal das auf. Jetzt haben die es auch so platziert. Ja. So, ein paar Käferchen. Noch einer. Und noch einer. So, und noch einer. So, das dürfte jetzt reichen. Ja, da müssen wir das letzte natürlich auch noch aufschneiden. Und da liegt es natürlich. Ich, also wo ich es schon mal durchgespielt hatte, da lag es eigentlich in der Mitte. Oder ganz außen. Ja, und jetzt kommt noch mal so ein... Okay. Der uns das aufgemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, soll ich jetzt schon die Schrot nehmen? Sicherheitshalber. Hier liegt auch noch mal Muni, können wir aber nicht tragen. Ist für das Sturmgewehr. So. Hier liegt nochmal ein Sanikasten. Ja, und jetzt kommt das gleich. Da könnt ihr euch wahrscheinlich, werdet ihr euch gleich, habe ich mich zumindest erschreckt, das erste Mal. Wenn man den hier. Ja. Ja. Genau, das letzte Teil nehmen. Genau, das meine ich. Und da kommt nicht nur der eine, sondern da kommen zwei. Jetzt lass mich doch mal schießen. Boah, ey. Jetzt renne ich aber erstmal weg. Gib mir kurz eine Heilung. So. Jetzt ist aber mal Schluss hier. So, Schrot haben wir jetzt wieder ganz schön verbraucht. Wir nehmen mal das Messer wieder. Und ich habe gerade gesehen, wir haben 1, 2, ja, 5 sind das. Naja, mal gucken, ob ich das auch hinkriege jetzt gleich richtig. Und zwar nehmen wir hier mal den... jetzt muss ich überlegen. Den Baum. Hier nehmen wir mal die, die Kerze. Trauer. Ja, Trauer kann ja nur das sein. Opfer. Opfer ist, glaube ich, das Messer. Und Buße. Buße das Schild. Was war jetzt oben nochmal? Wir lassen es mal kurz so. Passiert was? Nein. Okay. Nehmen wir mal das weg. Vergeltung. Vergeltung. Vielleicht war auch Verlangen. Was musst du da jetzt machen? Na, die Dinger einsetzen. Verlangen, Verlangen. Verlangen. Vielleicht war ja auch der Baum da. Die Kerze da. Nein.
stimmt auch nicht. Jetzt muss ich echt mal überlegen. Opfer. Wir nehmen mal noch alle noch mal raus. Opferkerze oder nicht? Warte mal. Fangen wir mal oben an. Vergeltung. Könnte das Messer sein, ne? Ja. Vergeltung. So, verlangen. Kelch. Den Kelch, meinst du? Okay. Dann haben wir hier unten Trauer. Trauer ist vielleicht die Kerze, ne? Nee, Trauer ist warte mal, was? Geh nochmal zurück. Schild, ich meine komplett zurück aus dem Ding raus. Baum. Trauer. Trauer, und was steht links daneben dann? Auf dem anderen Zippel da? Opfer. Opfer. Ich denke mal, Opfer kehrt. Nee, und Buße. Opfer. Buße, Opfer und Trauer. Trauer ist die Kerze dann, ja. Trauer ist Kerze. Würde ich auch sagen. So, Opfer. Ist, glaube ich, der hier, ne? Der Mann. Was ist das obere? Ist ein Baum. Ja. Mach mal den Mann. Als Opfer das und Buße. Ja, oder umgedreht. Buße kann natürlich auch. So, passiert natürlich auch noch nichts. Dann werden wir ja jetzt den wieder rausnehmen. Und den rausnehmen. Dann wollen wir mal den da einsetzen. Und den da einsetzen. Nee, auch nichts. Hm. Könnte. Nehmen wir nochmal alle raus. So, Vergeltung. Vergeltung. Oder Vergeltung ist dieser Mann. Weil der Vergeltung heißt ja meistens, dass er. Ein flehender Mann? Schild des flehenden Mannes. Mach mal das, ja. Also ich hätte eher gesagt. Bei Vergeltung heißt ja sowas wie, er wird ignoriert und sowas. Okay. Dann verlangen. Verlangen. Vielleicht der Baum. Trauer ist die Kerze. Also Trauer ist auf jeden Fall die Kerze. Opfer. Opfer könnte das Messer sein, ne? Ja. Und Buße. Buße, der Kelch dann. Ne, passiert aber auch nichts. Ja, dann würde ich sagen. Aber ich bin mir. Ich weiß nicht, ich erinnere mich, dass hier oben der Baum, glaube ich, war. Auch nichts. Okay. Dann nehmen wir nochmal das raus. Die Trauer. Trauer. Was war hier nochmal? Opfer. Vielleicht ist der Mann ja auch. Der Mann ja auch hier bei Opfer. Ein Opfer. Opfer. Ein Verlangen. Verlangen. Nee, auch nicht. Ich finde eigentlich, das Verlangen klingt nach diesem Kelch dann. Verlangen meinst du, ist der Kelch? Ja. Und Buße vielleicht das Schwert, damit er halt bestraft wird oder sowas. Mit dem Schwert irgendwie geschnitten wird oder sowas, keine Ahnung. Buße tun. Hier steht Buße. Schwertschild, Buße. Buße das Schwert. Opfer. Ein Opfer bringen. Jetzt kommt da der Kelcher hin. Trauer. Ist der vielleicht? Ja, immer noch nichts. Ich mach mal hier einen kleinen Cut, sonst dauert das sonst zu lange. So, da bin ich wieder.
Und ich habe mal nachgeschaut. Und fangen wir oben an. So, hier soll das Schwert hin. Hier soll der Baum hin. Hier hatten wir schon mal richtig. Und zwar die Kerze. Dann Opfer ist der Kelch. Und Buße ist natürlich der Mann. Ja, das hätte jetzt uns zu lange gedauert, wenn wir jetzt ewig rumprobiert hätten. Ah, und da ist sein Vater. Daddy? Und Kazim. Der hat aber rote Augen. What are you doing here? I'm here to save Joshua. Joshua, you can't save him. You need to get out of here. Stop giving me orders, Dad. You have no idea what I'm capable of. You hate me. It's okay. I don't blame you. I don't hate you. I forgot you. A long time ago. I never meant to hurt you, son. I had to make a choice. And now I'm paying for it. We all are. After all I've done, you still wear my old dog tags. That must mean something. What are you talking about? These are mine. I'm a soldier. Just like you wanted. Alex, you've been in the hospital. I know. I was wounded in battle. No. A mental hospital. You've been there ever since the accident. No. That's not true. I'm a soldier. I protect people. We had to take you there. After that night. After I gave your brother this. What is this thing? What did you do? Where's Joshua? Oh, wer kommt denn da hinten? No! 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 Ja, und wir haben kein Tropfen Blut abgekriegt. Ist ja auch erstaunlich. Standen direkt davor. Aber wir haben den Ring. Jetzt verwirrt mich ein bisschen was. Ich dachte, ich hätte die Uncut. Normalerweise würden jetzt hier zwei halbe Körper. Einer auf der Seite und einer auf der Seite. Bin ich ein bisschen verwirrt jetzt. Also, ja, hier haben wir noch eine Zeichnung. So. Ist jetzt schade eigentlich. Ich dachte, sonst war hier ja nichts. Hier lag auch kein Drink mehr. Ne, hier war nur die Zeichnung. Ach doch, hier war noch einer. Okay. So, jetzt geht's. Ach, dann hat Kevin. Ja, Kevin lässt sich leider entschuldigen. Der hatte jetzt gerade keine Zeit mehr. Und jetzt machen wir eben weiter. Ist ja auch nicht so schlimm. So.
So. Ja, hier haben wir ein... Den ziehen wir uns mal eben an. So, jetzt sehen wir aus wie die Froschmänner. Wow. Damit wir hier von diesen Dämpfen hier nicht verbrannt werden, weil die wahrscheinlich heiß sind. So, rufen wir mal den Fahrstuhl. Ach, und wen haben wir denn da? Going down. You like your job, soldier. I love what I do. Fixing things. It's my gift. Leider hat er den Braten gerochen. Sicherlich, weil oben da der Anzug so weit off war. Ja, und Ladebildschirm. Mal sehen, wo er uns hinbringt. Dauert aber ganz schön lange jetzt, ja. Ah, jetzt geht's weiter. Ja, wir werden wohin geschleift. Von ihm. Ach, guck einer an. Judge Holloway. Die Richterin. You should probably call me Margaret. You're so grown up now. I found Al, but I don't know what happened. I'm sorry. I'm sorry too. You try so hard to raise a child, to instill your values into her. You want her to be her own person. But you hope. Die ist aber auch ein bisschen neben der Rolle. Ich werde da gleich sehen, warum. Family. What's going on? Family is the most important thing, Alex. I would do anything to protect them. That's why I sacrificed my daughter. What? Founders. I had good intentions. They left the order to start a new life in Shepherd's Glen. But they feared the wrath of our God. So they made a pact to keep us safe. All that was required was a small sacrifice. Our children. Once every 50 years, the founding families must make an offering to appease the god. One of our children, our own flesh and blood, struck down by our own hands. I did what was required. I watched the light
fade from Moon's eyes as I took her life, knowing death would protect our family. Oh God. Protect Shepard Josh. Glenn. No, Alex. One of us failed. Lacked the strength to fulfill his duty. Your father. Where's Joshua? Don't you see? Because of him, our sacrifices were in vain. The pact with our God was broken. Your father's lack of conviction cursed us all. Your hope was to revive the order which our founders abandoned. The true faith. By kidnapping? By murdering? Murdering? I've given them life through rebirth. And what about Elle? You gonna kill her too? I've tried to make Elle understand. But she's like you, Alex. She still thinks there are such things as good and evil. But there aren't. There is only chaos and order. Show my daughter the price of her disobedience. Damit. Die Ellie. Was hat die jetzt vor? Don't! Look! I can help you with all this. There must be another way. No, Alex. It's time I finished. What your father called. Jetzt müssen wir schnell drücken, schnell drücken. Jetzt, oh, wie irre die jetzt guckt. Ja, so wie es jetzt hier aussieht, ist es jetzt doch nicht die Uncut. Komisch, ganz zum Anfang, da hat man die halben Leichen gesehen. Was jetzt? Ich dachte schon, jetzt ist ein Bug oder so. Ja, Schlampe. Naja, normalerweise sollte der ja, wie gesagt, normalerweise. So, was haben wir hier? Eine Karte. Ein Heiltrank. Und unser Opferdolch. Und ein... Ja, und die anderen Waffen sind alle weg. Wie ihr seht, jetzt haben wir nur den Opferdolch. Außer unser Heilmittel, ja, und den Ring. Naja gut, dann speichere ich hier ab. So, und das war's dann auch für heute schon. Dann sage ich mal,
bis zum nächsten Mal bei Silent Hill Homecoming und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, Kommentare und ich würde mich über jeden neuen Abonnenten freuen. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.